Ich möchte mal kurz die Chance ergreifen und etwas zeigen, was ich damals nicht in der Schule verstanden hatte. Früher gab es zwei Jahreszeiten, Sommer und Winter. Am 21. Juni haben wir Hochsommer, denn durch die Neigung der Erdachse bekommen wir viel mehr thermische Hitze von der Sonne ab. Wie ein schiefer Dönerspieß, die obere Hälfte, in dem wir uns befinden, wird mehr angebrutzelt als die untere Hälfte der Erde. 6 Monate später befinden wir uns auf der anderen Seite der Sonne. Der 21. Dezember ist die Wintersonnenwende. Wir in Europa sind jetzt abgeneigt von der Sonne. Was für uns der tiefe Winter bedeutet, ist für die Menschen auf der unteren Hälfte der Erde der Hochsommer. Aber das wird nicht für immer so bleiben. 13.000 Jahre später hat sich die Erdachse um 180 Grad rotiert. Dann ist für uns der 21. Dezember der Hochsommer. Ein unangenehmer Gedanke, aber es ist die Wahrheit.